Mensch, endlich mal Münsteraner, die stehen bleiben. Ihr seid wahrscheinlich ein Paar, wie ich dem Kuss gerade entnehmen konnte. Ja, genau. Ja, wir sind sogar verheiratet. Verheiratet? Wie lange seid ihr schon zusammen? Seit 9 Jahren. Also jetzt im 9. Jahr. Aber ihr seht noch relativ jung aus. Ja, ich bin 25. Und du? Ich bin 30. Naja, aber dann ist das ja gut. Gehen mit 16, ne? 16 und 21. Okay, seit wann seid ihr verheiratet? Seit einem halben Jahr. Und was ist die richtige Entscheidung? Bis jetzt schon. Die richtige Antwort wahrscheinlich bis jetzt schon. Wo habt ihr euch kennengelernt? Das war ja bei uns in der Dorfkneipe. Und da habe ich sie angesprochen, hatte aber kein Handy dabei. Und danach haben wir uns erst wieder ein Vierteljahr später gesehen. Und dann hatte ich wieder ein Handy und dann hat das geklappt. Ist ja hier märchenhaft, ne? Ja, ja. Mensch, hat's Handy nicht dabei. In der Neuzeit ist das wirklich wie Märchen. Und was hast du gedacht an dem Abend, als er dich angesprochen hat? Ich habe gesagt, dass er mich verarscht, dass er meine Nummer halt nicht haben möchte, ne? Weil eigentlich hat heutzutage oder auch da schon jeder ein Handy gehabt. Zu der Zeit. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann nicht. Aber als ich ihn dann wieder getroffen habe, dann kam er halt wieder an, 3 Monate später und hat dann gesagt, dass er jetzt wieder ein Handy hat. Ja. War das so der klassische Anmachspruch, bist du hingegangen und sagst, scheiße, ich habe mein Handy vergessen, kannst du mir vielleicht deine Nummer geben, oder? Ja, ich glaube, es geht so in die Richtung. Ja, das kennt man doch aus den besten Anmachsprüchen der Welt, oder wie war das? Und würdet ihr sagen, nach 9 Jahren Beziehung, da verändert sich viel? Schon einiges auf jeden Fall. Also ich glaube, am Anfang ist das dieses Frisch-Verliebtheitsgefühl noch da und es ist immer noch da, aber es verändert sich. Es wird ja ein bisschen anders. Wie siehst du das? Ähnlich, klar. Also am Anfang, man kennt sich, da sind noch die Schmetterlinge im Bauch, dann zieht man zusammen, man heiratet. Also wir haben jetzt schon in 9 Jahren etliches durchgemacht, neue Jobs oder so. Und jetzt ist das Gefühl eigentlich ein bisschen was anderes geworden. Also es ist schon noch Liebe, aber nicht wie ganz am Anfang. Es schweißt enger zusammen, das Ganze. Ja, man ist sich noch enger und ja, kennt sich besser. Ändert sich die Basis der Beziehung nach so vielen Jahren? Das denke ich eigentlich nicht. Es wird noch intensiver und vertrauensvoller. Genau, so würde ich es auch beschreiben. Wisst ihr denn, was die Firma Ritex herstellt? Ja, ich glaube Kondome. Richtig. Wie sieht das bei euch aus so? Wie sieht das bei euch aus so mit Thema Verhütung? Aktuell ist schwierig, ne? Ja, genau. Also wir sind ein bisschen in der Planung. Und, genau. Da ist es eher störend wahrscheinlich. Genau. Aber so in der Anfangszeit, legt ihr da schon Wert drauf oder habt ihr gesagt, ja? Vor allem, wenn man sich noch nicht so wirklich kennt, ne? Also das finde ich schon wichtig, auf jeden Fall. Und verändert sich denn das Ganze auch, dass man sagt, so irgendwie wird man mit der Zeit experimentierfreudiger oder offener für das ganze Thema Sexualität? Oder würdet ihr sagen, nee, eigentlich flacht das alles so ein bisschen ab mit der Zeit? Nö, ich denke mal, es wird experimentierfreudiger. Also geht in die Richtung auf jeden Fall. Weil man sich auch immer wieder besser kennt und auch andere Seiten kennenlernt, ja. Ja, sehr schön. Dann vielen, vielen Dank für die tollen Antworten. Eine Sache habe ich noch. Bitte vervollständigt diesen Satz. Liebe ist das beste Gefühl auf der Welt. Liebe ist schön und einmalig. Vielen Dank. Dann euch eine einmalige Zeit und viel Erfolg mit eurem Kinderwunsch und alles Gute für die Ehe. Dankeschön. Macht's gut. Ciao. Tschüss.